Die Französische Revolution und die damit verbundenen Ereignisse warfen ihre Schatten bis nach Greiz. 1800 verstarb Heinrich XI., der erste Fürst Preuß älterer Linie. 1778 wurde er gefürstet. Und sein Sohn, Heinrich XIII., beerbt ihn und übernahm 1800 die Regentschaft. Damals war er nicht so jugendlich wie auf diesem Bildnis. Im Gegenteil, er war schon über 50-jährig. Vorher war er in kaiserlichen Diensten. Man sieht die österreichische Uniform und dort im Militärdienst natürlich lange tätig. In dieser Zeit traf er übrigens auch Goethe und sie unterhielten sich ja über strategische und taktische Finessen.